Sie sind eine Plage, die nun über die Welten der Menschheit hinwegfegt. Sie hinterlassen eine Spur toter Planeten mit gewaltigen Statuen als Symbole ihres gottlosen Kreuzzuges. All die vielen Poeten auf all diesen Welten, die so einen Krieg für undenkbar hielten, haben das hier nie gesehen. Es hat immer etwas Inspirierendes, wenn eine Dynastie zugrunde geht, nicht wahr? Die Necromonger, diese Armee der Finsternis, wird die gesamte Menschheit bekehren oder vernichten. Es sei denn, wir können sie aufhalten. Aber manchmal lässt sich das Böse vom Guten nicht aufhalten. Man muss es mit einer anderen Art des Bösen konfrontieren. Wer zum Teufel bist du? Ready! Woher kommt er? Zu welchem Volk gehört er? Das sind die Dinge, die ich wissen muss. Erinnerst du dich an deine Welt? Bist du anderen begegnet? Die so sind wie du. Das ist nicht mein Krieg. Betrachte es als eine Prüfung. Wer nicht zu uns gehört, ist verdammt für immer. Kannst du die Monster besiegen? Ich bin das Monster. Tötet Riddick. Hazigan! Er weiß, was er zu tun hat. Wirst du mir helfen? Wer ist dieser Mann? Er sieht alles. Du wirst mich nicht bezwingen. Ihr habt doch keine Angst vor der Dunkelheit, oder?